Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Rusev ist verletzt, Vince McMahon rastet aus wegen dem Blut im Hell in a Cell und alle Infos zu Alberto Del Rio. Doch beginnen wir erstmal mit einer kleinen News, denn Christian wurde jetzt offiziell auf der WWE-Seite in die Alumni-Abteilung geschoben. Das ist die mit den Superstars, die halt nicht mehr aktiv sind, nicht in der Hall of Fame sind und nicht bei NXT oder sonst irgendwo. Das heißt, man hat hier offiziell bestätigt, dass Christian kein Wrestler mehr ist oder kein Aktiver mehr, den man für Shows oder sonst was mit buchen kann. Und das finde ich extrem traurig, denn sein letztes Match war im März 2014, wo er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Und obwohl er schon längst wieder ärztliche Freigabe hat, hat die WWE ihn nicht wieder eingesetzt, weil er einfach viel zu verletzungsanfällig war. Bei Main Event gab es ein Match zwischen Rusev und Neville und bei diesem besagten Match hat sich Rusev wohl ziemlich schlimm verletzt, denn wie es heißt, hat er sich wohl den Bizeps teilweise abgerissen und diese Verletzung haben sogar schon einen ganzen Haufen Wrestler gehabt, unter anderem zum Beispiel auch John Cena, der kann davon nämlich auch ein Lied singen und hier hat es wohl, wie es aussieht, Rusev getroffen. Das heißt, ein Wrestler mehr, der in die Verletzungspause gehen wird und bei diesem Match hat allerdings Rusev danach noch in der Crowd, also in dem Absperrungsbereich von den Zuschauern, rumgepöbelt, hat den Sunny angemacht, hat die anderen WWE-Angestellten da angemacht und ist da total ausgeflippt. Und jetzt weiß man nicht so richtig, ob das hier ein Work war, denn aufgrund dieser Geschichte, wo der Referee ja das Match abgebrochen hat, ist natürlich auch die Zeit, die ja für das Match geplant war, nicht mehr eingehalten worden. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass Rusev das mit Absicht gemacht hat, einfach um diese Zeit wieder reinzukriegen. Oder vielleicht war er wirklich richtig pisst, weil die, keine Ahnung, das Match abgebrochen haben, obwohl es ihm noch gut ging, obwohl er sich den fucking Bizeps abgerissen hat. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall werde ich da noch einige neue Nachrichten nachreichen, denn bis jetzt, wie ich das hier aufnehme, gibt es da noch nichts. Vince McMahon und Kevin Dunn haben sich grün und blau backstage geärgert, als es beim Hell in a Cell Match zwischen Brock Lesnar und Undertaker ziemlich blutig wurde. Und bei Lesnar war es hier ein ziemliches Problem, weil er ist quasi gegen den Ringpfosten geknallt, ohne wirklich gegenzuknallen. Also du hast gesehen, dass er den Ringpfosten nicht mit seinem Kopf berührt hat. Dennoch hat er danach geblutet wie ein Schwein. Und das zeigt, dass er sich hier gebladet hat. Das ist eigentlich eine Sache, die ja nicht mehr so wirklich in ist, sage ich jetzt mal im Wrestling. Wer den Film The Wrestler gesehen hat, da wird darauf nämlich auch eingegangen, von wegen, dass man sich eine kleine Rasierklinge nimmt und irgendwo einen Cut setzt, damit man halt blutet. Was ziemlich dumm ist und was heutzutage auch eigentlich nicht mehr gemacht wird und gerade in der WWE wegen PG nicht mehr so gang und gäbe ist, ist das hier allerdings so gemacht worden. Und da auch der Undertaker geblutet hat, hat Vince natürlich backstage erstmal ein paar Ärzte rausgeschickt, die sich darum kümmern, dass das Blut wenigstens ein bisschen weggewischt wird. Aber das fand Brock Lesnar und auch der Undertaker extrem scheiße, dass sie hier wohl unterbrochen werden sollten bei diesem ja eigentlich so großartigen Match. Und daraufhin waren die beide so pissed, dass sie einfach drauf geschissen haben. Sie haben die Behandlung von dem WWE-Arzt abgelehnt und Brock Lesnar hat den sogar noch zur Seite geschubbt, weil er keinen Bock hatte, dass dieses coole Match, dass dieses große Segment jetzt irgendwie an Flow verliert. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass er einfach richtig aggressiv war. Was wiederum auch wieder dazu geführt hat, da Vince ja gesehen hat, dass die die Behandlung abgelehnt haben, war er einfach nur noch saurer, also die Kette des Sauerwerdens quasi. Und in der Regel war es eigentlich immer so, dass die Leute, wenn sowas mal war, einen ziemlichen Anschiss von Vince bekommen haben. Allerdings blieb das hier aus, denn sowohl der Undertaker als auch Brock Lesnar will man eigentlich als Vince McMahon in der jetzigen Position nicht als Feind haben. Grund sind hier ist wahrscheinlich auch schon wieder die niedrigen Raw-Ratings, weil du brauchst einfach ein Brock Lesnar, den man immer mal schnell holen kann, obwohl es vielleicht jetzt nicht so vertraglich festgelegt war, aber du brauchst halt, ja, ein gutes Verhältnis, auch zum Undertaker. Deshalb hat Vince sich da eher zurückgehalten und hat da nichts weiter zu gesagt. Der letzte, der sich übrigens gebladet hat, war Batista.
in einem Match gegen Chris Jericho und dieser musste da $100.000 Strafe zahlen. Übrigens noch eine kleine News am Rande. Lesnar soll wohl höchstwahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder auftreten. Allerdings ist das so eine News, die man eher mit Vorsicht genießen sollte, weil dadurch, dass hier jetzt Cena weggefallen ist und ja jetzt auch Orton weggefallen ist, Rusev muss man sehen, braucht man vielleicht schon ein bisschen mehr Star-Appeal. Von daher kann es schon mal sein, dass die überraschend mal so einen Brock Lesnar droppen. Und übrigens, wo wir gerade kurz bei Cena waren, es gibt jetzt auch schon Gerüchte darüber, ob er nicht vielleicht ein paar Tage eher aus seiner jetzt gerade laufenden Pause zurückkommt. Denn am 13.12., also eigentlich sollte er am 26. wiederkommen, aber am 13.12. ist ja TLC in Boston. Und das ist quasi seine Home Crowd, wo er immer ziemlich bejubelt wird. Also da wäre ein Comeback schon extrem geil. Ob das passiert, weiß man nicht, weil eigentlich dauern da ja noch die Dreharbeiten an für diese ja, Show, die er da quasi moderiert. Und das muss man also sehen. Dennoch ist es im Bereich des Möglichen. Generell ist ja in der letzten Zeit ziemlich viel passiert. Zum Beispiel ist Tyler Breeze in die Main-Shows gewechselt und das bei SmackDown. Und hier möchte ich gleich mal auf eine Sache eingehen, die ich ja letztes Mal bei den News, also quasi gestern, gesagt habe. Denn SmackDown wird jetzt höchstwahrscheinlich ganz gut gepusht, weil du willst ja mit dem USA Network einen Vertrag eingehen, dass SmackDown auch live werden soll und so. Da habe ich alles in der letzten News-Ausgabe gesagt. Und da ist es jetzt natürlich cool, wenn man auch in SmackDown irgendwas macht. Und zum einen ist halt Tyler Breeze bei SmackDown debütiert, was halt schon echt krass war. Und zum anderen wird der Undertaker, in 2 Wochen glaube ich ist es, wird der Undertaker bei SmackDown sein. Und das ist schon cool. Dann sind ja bei Hell in a Cell 2 Leute zurückgekehrt. Zum einen Zeb Coulter, der ja eigentlich der Manager von Jack Swagger war. Somit haben wir ja quasi wieder eine News, weil Zeb Coulter und Jack Swagger sind scheinbar jetzt getrennt. Und Zeb Coulter hat einen neuen Schützling, nämlich Alberto Del Rio, der ja auch United States Champion geworden ist. Und jetzt gab es auch einige Informationen zu dem Vertrag, den Alberto Del Rio hier eingegangen ist. Und der ist für ihn ziemlich gut. Denn er hat einen ziemlich lockeren Terminplan im Vergleich zu allen anderen Workern, muss also nicht bei jeder Live-Show dabei sein. Und das ist für einen Wrestler schon mal gar nicht so verkehrt. Außerdem darf er seine jetzt noch bestehenden Bookings noch wahrnehmen, was halt auch ziemlich krass ist für einen Wrestler, der in der WWE sogar Champion ist. Und apropos Champion, hier wieder eine Sache, wo man sich echt fragt, was ist Alberto eigentlich für ein Arschloch? Denn Alberto ist bei AAA jetzt gerade noch Mega-Champion. Und das ist ziemlich dämlich, weil selbst AAA hat erst am Sonntag von Hell in a Cell von dem ganzen Vertrag mitbekommen. Und wie assi ist denn das? Du bist bei einer Company Champion und sagst, ja, hier, die locken mich mit Kohle, ne? Ich will ja Geld verdienen. Und das Haupteinkommen von Alberto war einfach Lucha Underground. Und bei Lucha Underground war er der höchstbezahlteste Wrestler und sowieso viel zu teuer fürs Roster. Ja, und da sagt er bei AAA, ja gut, Leute, ich bin dann mal weg, weil heute Abend werde ich US-Champion und ja, das ist halt schon extrem assi. Und gerade für die Leute, die es mitbekommen haben, was er mit der WXW und mit der SWE abgezogen hat, ist halt schon scheiße. Jo Freunde, willkommen auf der Endcard, das war's erstmal mit den News. Noch ein paar Infos hier zu mir und meinem Ganzen, was ich so tue. Am 8.11. will ich nochmal sagen, werde ich bei der WXW in Magdeburg sein. Falls ihr also auch aus der Nähe kommt, wäre es cool, wenn wir uns da alle mal treffen können. Dann werde ich am 13.11. in Leipzig bei der WWE-Tour sein und am 14.11. in Stuttgart bei der WWE-Tour sein. Dann gibt es heute Abend um 19 Uhr den Livestream. Ich mache ja immer donnerstags um 18 Uhr einen Livestream. Aber ich habe einen Friseurtermin, der auch angebracht ist, wie ich finde. Und ja, deshalb müssen wir um 19 Uhr anfangen. Und nicht zu vergessen, kommt hier am Freitag WWE 2K16 raus. Und ich habe zwar noch vormittags Uni, aber ich werde dann hier sein und auf den Postboten warten wie ein Hund an der Tür, keine Ahnung. Und ja, wenn denn der Postbote mir endlich das heilige Spiel überreicht, werde ich es ihm sofort aus der Hand schlagen.
es nehmen, in meine Xbox schmeißen und das Ganze dann mit euch zusammen bewältigen. Also wir werden da auf jeden Fall einen fetten Livestream am Freitag machen und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid denn da auch dabei. Also heute Abend, Donnerstag, gibt es einen Livestream um 19 Uhr und am Freitag, soweit ich das Spiel kriege und dann mal gucken, wie lange ich Bock habe. Und ja, dann war es das eigentlich für heute erstmal. Am Samstag kommt noch ein neues Figuren-Review-Video, das solltest du dir auch nicht entgehen lassen. Da gibt es übrigens noch einen Gutscheincode in meiner Videobeschreibung, das solltest du aber langsam auch wissen. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Gib dem Video noch einen Daumen hoch, wenn du Bock hast und abonniere noch den Kanal, wenn du Bock hast. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und sonst gibt nichts mehr zu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao.